den Raum, so das wird sicher was werden. Erster Tag des Fotowochenendes Ramsau. Wir sind am Weg zur Gnadenalm und werden heute den Johannesfall fotografieren. Beim Johannesfall geht es dann um Kurzzeitbelichtung, Langzeitbelichtung, also alles, was mit fließendem Wasser zu tun hat. Wenn ihr wissen möchtet, was ein Fotowochenende ist, bei den Fotowochenenden sind wir an den schönsten Plätzen von Österreich und Südtirol unterwegs und fotografieren dort in lockerer Atmosphäre interessante Motive. Ihr lernt von den Trainern, ihr lernt von den Teilnehmern, wir lernen voneinander und natürlich sind alle ortskundig. Wir haben, so wie in der Ramsau, den Herbert Raffald dabei, einen Bergführer, der natürlich exzellente Ortskenntnisse hat. Abends machen wir dann Bildbesprechungen und so kann man dann optimal auch was mitnehmen. Wir sind jetzt auf der Gnadenalm in Untertauern und machen uns auf den Weg Richtung Johannesfall. Dort können wir Wasserfall in allen Variationen fotografieren und jetzt geht's gleich los. Wir sind am Ziel unserer Vormittagswanderung angekommen, am Johannesfall. Jetzt geht's wieder zurück auf die Alm zu einer kleinen Stärkung. Wir sind hier am Rossbrand, das ist unser Sonnenuntergangspunkt für heute auf 1800 Meter Seehöhe und haben einen 360 Grad Panoramablick von Hochkönig bis Dachstein, Bischofsmütze, Schladmengertauern, ist alles in Griffweite. Wir werden hier jetzt noch warten, bis die Sonne untergeht. Es ändert sich jede Minute das Licht, wir haben so dramatische Wolkenstimmungen und wir hoffen eigentlich nur mehr, dass wir noch ein bisschen ein Abendlicht auf dem Dachstein bekommen. Eines der absoluten Highlights ist die Fahrt auf den Dachstein. Ich bin jetzt auf der Bergstation der Dachsteinbahn auf 2700 Meter Höhe. Hinter mir der Dachstein. Musik
Wir gehen jetzt zur Seedaler Hütte, das ist eine 45-minütige Wanderung. Und damit wir sicher rauf können, wird uns der Herbert Raffald, ein Bergführer und Fotograf aus der Ramsau, sicher hinaufgeleiten. Und der Herbert ist auch der kongeniale Partner mit seinem fotografischen Wissen, mit seiner Kenntnis am Berg. Er kennt die tollsten Locations und das habt ihr vielleicht schon gesehen und werdet es auch noch sehen im Lauf unseres Films. Beim Oktoberkurs werden wir hier auf der Seedaler Hütte übernachten und haben die Möglichkeit, Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu fotografieren. Und das wird natürlich eines der absoluten Highlights. Wir sind hier auf 2770 Meter Höhe. Hallo, ich bin der Herbert Raffald. Wir sind da jetzt am Dachstein, genau genommen am Dachsteingletscher. Und da bin ich daheim als Bergführer, als Fotograf, praktisch mein ganzes Leben lang schon unterwegs. Ich sage oft ganz gern, das ist mein großes Büro, da fühle ich mich wohl, da weiß ich jeden Quadratzentimeter. Auf der einen Seite Bergführer, ein wunderschöner Beruf, der genau da herpasst in diese Landschaft. Auf der anderen Seite Fotograf und die beiden Sachen ergänzen sich auf wunderbare Art und Weise. Und so bin ich halb unterwegs als Bergführer, als Fotograf, leite viele Kurse, schreibe für viele Magazine, Bergsteigermagazine und habe auch schon etliche Bücher verfasst und Vorträge gemacht. Dann haben wir als Gegenstück zu diesem Frühjahrskurs noch einen Herbstkurs, wo sich die Natur und die Landschaft auf ganz andere Art und Weise präsentiert, auch der Dachstein. Wir haben es ziemlich spät in den Herbst, in Oktober hineingelegt. Das ist genau die Zeit, wenn die Lärchen goldgelb leuchten und glänzen. Also ich freue mich unglaublich auf diesen Kurs. Das ist eigentlich die perfekte Zeit, um mit der Kamera da am Dachstein und in der Umgebung unterwegs zu sein. Jetzt gehen wir zur Hängebrücke und dort gibt es dann die berühmte Stiege ins Nichts. Ja, die Brücke ist sehr gut gesichert, es wackelt ein bisschen, wie man sieht, aber kein Problem, also man kommt da ganz leicht drüber. Die Stiege ins Nichts ist das absolute Instagram-Highlight und jetzt werden wir da mal geschwind noch in die Südwand rein fotografieren. Wir sind jetzt auf der Reiteralm auf 1700 Meter Seehöhe und jetzt gehen wir zum Spiegelsee und dort werden wir uns ganz intensiv der Landschaftsfotografie widmen. Bei den Fotowochenenden geht es hauptsächlich ums Fotografieren. Wir haben Wanderungen normalerweise bis maximal 1,5 Stunden und mit geringen Höhenmetern.